Ich bin gerade am Umbau meines Büros, also könnte es etwas hallig werden. Bald sind ja Bundestagswahlen und deshalb wollte ich euch mal mein Wahlprogramm vorstellen, was ich als Diktator von Deutschland machen würde. Ich hoffe, meine Ideen werden dafür sorgen, dass ihr mich zum Diktator von Deutschland wählen werdet. Zufälligerweise haben verdammt viele dieser Punkte mit meinem alltäglichen Leben zu tun und passen sehr gut zu meinen Ideologien und Philosophien. Das hat nichts damit zu tun, dass ich in meinem Interesse handle, sondern es sind objektiv die besten und wichtigsten Entscheidungen für die Menschheit. Und nein, ich werde nicht nur Drogen legalisieren, wenn ich an der Macht bin. Ich werde auch sämtliche elektrische Fahrzeugtypen legalisieren. Zurzeit ist es beispielsweise nicht legal, mit einem One-Wheel-Hoverboard oder Elektroskateboard rumzufahren. Teils verständlich, weil manche dieser Geräte über 50 km/h schnell gehen und davon schon eine gewisse Gefahr ausgeht. Aber Fahrspaß ist hier objektiv eindeutig wichtiger und ich habe echt keinen Bock mehr, wieder von der Polizei mit meinem One-Wheel erwischt zu werden. Hoffen wir mal, dass die Menschen vernünftig genug sind, nicht mit 50 auf ihrem Skateboard den Fußgängerweg entlang zu reisen. Man könnte ja auch auf Fahrradwegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 mit Blitzern einführen. Ein Tempolimit auf Autobahnen würde Unfallrisiko und CO2-Ausstoß reduzieren, aber weil ich trotzdem möglichst schnell fahren können will, wird es unter Präsident Open Mind kein Tempolimit auf Autobahnen geben. Thema Umweltschutz: Es braucht Maßnahmen, um den Fleischkonsum zu reduzieren. Es gibt zu fast allen Fleischgerichten vegane Alternativen, die teils sogar besser schmecken als das Originalfleisch, weshalb man Restaurants dazu verpflichten sollte, mehr vegane Alternativen anzubieten. Viele Restaurants bieten meist nur einen einzelnen Burger mit veganem Patty an oder haben keine veganen Alternativen. Besonders in Bayern gibt es viel zu viele Restaurants, die kaum vegane Auswahl haben. Warum kann es nicht einfach den Double Steakhouse mit dem veganen Patty geben? Außerdem würde ich jede Tierhaltung, die nicht artgerecht ist, verbieten. Also konkret sollte man Kühe, Schweine, Hühner nur auf großen Feldern und nicht auf wenigen Quadratmetern halten dürfen. Upsi. Manche würden hier jetzt sagen, dass diese Punkte ein bisschen gegen meine sonst eher liberale Haltung gehen und dass Tierliebhaber doch einfach in veganen Restaurants essen können. Aber bei einem solchen Leid muss Freiheit auch Grenzen finden, sonst hätte man zu Zeiten der Sklaverei ja auch sagen müssen: Ich will niemandem vorschreiben, ob sie einen Sklaven halten dürfen oder nicht. Ich bin da sehr liberal. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft mal mit Ekel auf den heutigen Fleischkonsum schauen und uns darüber wundern, wie barbarisch wir mit anderen Lebewesen umgingen. Ansonsten ist, denke ich, Solar der beste, umweltfreundlichste Weg, Energie zu gewinnen. Also hier würde ich jede Menge Förderungen raushauen. Da ich mich nicht so gut mit diesem Thema auskenne, würde ich da Leute mit unterschiedlichen Perspektiven und Ideen vor mir diskutieren lassen und ich nehme dann die Lösung, die mich am meisten überzeugt. Laut einer Studie des OECD hat Deutschland die höchste Steuer- und Abgabenlast. Deshalb wird es bei mir ausschließlich Steuersenkungen geben, besonders für Leute, die unter 100.000 Euro verdienen. Einer der lästigsten Sachen sind Steuererklärungen, besonders für Leute, die selbstständig sind. Ich werde dafür sorgen, dass eine Steuererklärung nie wieder von einem Menschen gemacht werden muss, wenn man nicht will und auch nicht von einem Menschen kontrolliert werden muss. Man wird einfach nur seine Bankdaten eingeben können und dann wird automatisch berechnet, wie viel Steuern man zahlen muss. Aber wie soll man nur mit den Bankdaten berechnen, wie viel Steuern man zahlen muss? Das Steuersystem muss hierfür natürlich deutlich einfacher werden. Es muss weniger Arten von unterschiedlichen Steuern geben und im Groben sollte jeder einfach alles absetzen können. Vorher war es ja voll die komplizierte Sache. Ich habe mir eine Kaffeemaschine gekauft. Kann ich die jetzt als Betriebsausgabe unter dem Punkt Büroeinrichtung absetzen? Das ist alles viel zu kompliziert. Wenn du dir ein Kaugummi kaufst, du kannst es absetzen. Wenn du dir einen Laserbeak to go im Open Mind Shop kaufst, du kannst es absetzen. Da könnte man jetzt hier die Sorge haben, dass der Staat jetzt zu wenig Einnahmen haben wird, wenn die Leute alles absetzen können und sie somit weniger Steuern zahlen müssen. Aber zum einen werden sich die Leute dann mehr Sachen kaufen, was die Wirtschaft ankurbeln wird und somit viel Steuereinnahmen bringen wird. Des Weiteren wird der Staat weniger Geld brauchen, weil man dann Finanzämter fast komplett abschaffen könnte. Also wählt mich nicht, wenn ihr in dem Sektor arbeitet.
Doch nicht nur in diesem Bereich werde ich für weniger Bürokratie sorgen. Ich möchte, dass man im Grunde alles online mit ein paar Klicks machen kann und man nie wieder etwas ausdrucken muss oder zu irgendeinem Amt laufen. Man muss auch die Regelung abschaffen, dass man als Streamer ähnliche Voraussetzungen erfüllen muss wie ein TV-Sender. Thema Rundfunkgebühren. Es gibt viele geile Sendungen, die durch Rundfunkgebühren finanziert werden, weshalb ich die nicht abschaffen würde, aber ich würde da schon einiges verändern. Senderchefs sollten da nicht bis zu 500.000 Euro verdienen können und es sollte auch die Möglichkeit geben, den Beitrag zu verweigern, wenn man keine dieser Inhalte konsumiert oder man mit dem Meinungsspektrum nicht zufrieden ist. So gibt es auch ein bisschen mehr Druck, mehr Meinungen zu zeigen und die sich vielleicht zweimal überlegen, ob sie die 10. schlecht argumentierte Feminismus-Doku machen. Außerdem würde ich diese ganze DSGVO-Scheiße überarbeiten, sodass man nicht mehr so viele Fenster wegklicken muss, nur weil man auf eine Internetseite will. Die Jugendschutzgesetze müssen im Internet auch reduziert werden. Ich habe mal ein Drogenforum gehabt und dann nach wenigen Monaten vom Jugendschutz einen Brief bekommen, dass ich im Endeffekt bei allen Usern zuverlässige Altersprüfungen mit Ausweis machen muss. Solche Regeln führen dazu, dass solche Foren dann einfach aus dem Ausland betrieben werden. Man erreicht damit also nicht, dass solche Seiten dann nicht von Minderjährigen besucht werden. Die großen Social-Media-Konzerne haben außerdem zu viel Macht darüber, wer Inhalte für ein großes Publikum veröffentlichen darf oder nicht. Ständig werden Kanäle aus lächerlichen Gründen von YouTube gelöscht, wie Mein Kabal, Der Kabal von Mimi, Hyperraum oder Drug Education Agency. Meistens wissen die Ersteller gar nicht, warum ihr Account gelöscht wird, weshalb ich solche Plattformen dazu verpflichten werde, persönliche Gespräche mit den Künstlern, die ab und zu gegen die Richtlinien verstoßen, zu führen, indem sie genau erklären, was das Problem ist, sodass man die Chance hat, sich an die Regeln zu halten. Es ist ja bereits nach jetzigem Gesetz so, dass größere Plattformen im Grunde nichts löschen dürfen, was eigentlich gesetzlich erlaubt ist. Dieses, oh, YouTube ist ein privates Unternehmen und die dürfen löschen, wen die wollen, ist ja einer der größten Mythen, den viele noch glauben. Ich würde Kontrollgremien einführen, die dafür sorgen, dass YouTube sich auch wirklich daran hält. Nicht jeder hat wie Mimi die Zeit und das Geld, gegen die unrechtmäßige Löschung seines Kanals zu klagen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Artikel 13 und Polizeiaufgabengesetz würde ich weitestgehend komplett rückgängig machen, um Meinungsfreiheit und Kreativität zu fördern und damit Bürger weniger überwacht werden. Thema Schulen und Bildung, Religionsunterricht muss abgeschafft werden. Das ist für mich schon eine Form von Indoktrination. Historische Fakten über Religionen kann man in den Geschichtsunterricht verlagern. Das Bildungsministerium würde ich leiten lassen von den Jungs von The Simple Club. Die haben bestimmt geile Ideen, wie man das Schulsystem verbessert. Meine Mutter soll ihnen dabei auch helfen, denn die ist Lehrerin. Beim Bundeshaushalt nimmt mir irgendwie der Punkt Bundesministerium für Verteidigung einen zu großen Teil der Ausgaben ein, also würde ich das halbieren. Von diesen 20 Milliarden können wir uns alle zusammen einen schönen Urlaub gönnen. Vielleicht so mit der ganzen Truppe, also ganz Deutschland, im August nach Malle fliegen oder so. Ein Rentensystem basierend auf Wertpapieren wie in Schweden finde ich eine sehr nice Idee. Ich würde allerdings noch zusätzlich in Krypto investieren, sodass das Rentenportfolio der Deutschen hauptsächlich aus Dogecoin und GameStop-Aktien besteht. Zusätzlich würde ich alle Gewinne von Wertpapieren und Krypto steuerfrei machen, wenn man diese über 5 Jahre anlegt. Thema Einwanderung. Um die Integration zu fördern, muss jeder, der nach Deutschland will, für 3 Monate Dirndl tragen und jeden Tag Sauerkraut essen und über Witze von Felix Lobrecht lachen. Dann sind diese Leute sehr gut integriert und werden keine Dummheiten machen. Aber im Grunde ist hier jeder in Deutschland willkommen, außer Ausländer. Oh Mann. Das Buch Freie Privatstadt hat mich sehr von der Idee überzeugt, dass es mehr Autonomie in kleineren Bezirken geben sollte. Je größer ein Regierungsbereich, desto schwieriger ist es, Gesetze zu machen, die für all die Menschen in diesem Bereich passen. Also, wenn die Leute in der Gemeinde Glonn bedingungsloses Grundeinkommen oder eine Helmpflicht für Fußgänger einführen will, dann sollten die das tun können.
Und wenn sich genügend Leute zusammentun, sollten die auch die Möglichkeit haben, einen Bezirk aufzumachen, der weitestgehend nach ihren eigenen Gesetzen funktioniert. Wenn man es genau nimmt, werden wir ja jetzt gewissermaßen dazu gezwungen, Teil dieses Staates zu sein, wenn wir hier wohnen wollen. Dadurch, dass mehr Menschen ihr eigenes Ding durchziehen können, wird es eine größere Bandbreite an unterschiedlichen Staatsformen und Gesetzen geben. Gute Gesetze und gute Ideen deutschlandweit oder europaweit einzuführen, ist sehr kompliziert. Kleinere Gemeinden können dagegen leichter mit innovativen Ideen rumspielen und es wird eine schnellere Evolution von guten Ideen geben. Wenn sich beispielsweise zwei Nachbarsdörfer stark von ihren Gesetzen unterscheiden, es aber in dem einen Dorf deutlich besser läuft als in dem anderen, würden entweder viele Bürger aufgrund des kurzen Weges in das andere Dorf ziehen oder das eine Dorf würde sich vom anderen Dorf inspirieren lassen können und die Gesetze entsprechend ändern. Und bei manchen Sachen gibt es auch kein besser oder schlechter, sodass man vielleicht als konservativer Christ in ein anderes Dorf ziehen würde als ein Hippie. Natürlich muss es auch hier gewisse Einschränkungen geben. Man sollte da jetzt nicht zulassen, dass einzelne Gemeinden Mord legalisieren oder sowas in die Richtung. Vielleicht würden da trotzdem einige fragwürdigen Gemeinden entstehen, aber das kann man für den Innovationsboost schon in Kauf nehmen. Sterbehilfe würde ich legalisieren. Es gibt auch zurzeit einen ziemlichen Mangel an Psychiatern und Psychologen für psychisch kranke Menschen. Daher NCs in diesen Bereichen abschaffen, Studienangebote erhöhen, Studienzeit verkürzen und Lernstoff vereinfachen, sodass jeder Trottel das machen kann. Ja. Um die Gleichstellung von Mann und Frau noch weiter zu pushen, braucht es eine Frauenquote bei der Müllabfuhr und eine Männerquote bei Krankenschwestern. Soziale Berufe sollten außerdem ein deutlich höheres Gehalt bekommen. Das würde ich unter anderem auch regeln durch Zuschüsse vom Staat, sodass Krankenschwestern eher so viel verdienen wie in Luxemburg. Woher bekommt der Staat das Geld? Durch die erhöhten Einnahmen aufgrund der Drogenlegalisierung. Also kommen wir zur Drogenlegalisierung. Ich würde alle Drogen legalisieren für Personen über 21 Jahre, weil, wie tausendfach auf meinem Kabal erläutert, der Drogenkonsum nicht signifikant durch die Verbote beeinflusst wird. Wenn man entweder Länder vor- oder nach Legalisierungen oder unterschiedliche Länder mit unterschiedlich strengen Gesetzen vergleicht, kann man hier nirgends erkennen, dass hier die Bevölkerung durch solche Gesetze von Drogen geschützt werden kann. Selbst wenn dem nicht so wäre, würde ich eine Legalisierung umsetzen, weil in meiner Diktatur Freiheit eines der wichtigsten Eckpfeiler meiner Politik wäre. Die legalisierten Drogen würde ich ausschließlich in Fachgeschäften verkaufen lassen. Jeder kann selbst so ein Fachgeschäft aufmachen oder in einem arbeiten, wenn er eine Ausbildung zum Drogenfachmann gemacht hat. Wichtig ist hierbei, dass die Ausbildung maximal 3 Monate geht und dass jeder, der sich die essentiellsten Fakten über Drogen merken kann und ein gewisses Verantwortungsbewusstsein an den Tag legt, die Ausbildung schaffen kann und dadurch viele Leute eine Chance haben, ihre Vision eines Drogenfachgeschäfts umzusetzen. Also das Gegenteil von dem jetzigen Cannabis-Medizinmarkt in Deutschland, wo es fast unmöglich ist, in diesen Markt einzusteigen, weil die Auflagen so streng sind. Es muss außerdem einen Drogenführerschein für den normalen Bürger geben, den man in einem Wochenende machen kann, wo man dann die Basics von allen Drogen lernt. Drogenshops müssen für alle Menschen, die keinen Drogenführerschein haben, 200% Preisaufschlag verlangen, sodass die Leute motiviert sind, den Schein zu machen, aber dass gleichzeitig Reiche, die keinen Bock auf den Test haben, viele Steuern einbringen. Natürlich braucht es Kontrollen der Qualität der Drogen und auch Warnhinweise mit Auflistungen der Nebenwirkungen auf den Verpackungen. Ich behaupte jetzt, dass ich für ein Werbeverbot von Drogen bin, um die Jugend zu schützen. Wenn ich dann aber an der Macht bin, würde ich das abändern, sodass Werbung mit gewissen Beschränkungen erlaubt sind, weil ich unbedingt sehen will, wie Unternehmen LSD-Werbungen umsetzen. Drogenbeauftragter wird Danny Klose. Und jetzt für dieses Jahr besonders relevant, die Maßnahmen würde ich nach und nach immer mehr lockern. Spätestens Ende diesen Jahres muss alles laufen wie vor 2020. Es sind schon genügend Menschen geimpft, besonders die Risikogruppen. Worauf warten wir noch? Einzige Einschränkung wäre das Tragen eines Partyhuts in Geschäften, um zu feiern, dass diese Lockdowns vorbei sind. Wie ihr an einigen Vorschlägen oder Begründungen gemerkt habt, ist dieses Video nur halb ernst gemeint. Also, wenn ihr irgendeine Idee schlecht findet, dann war diese Idee ein Joke. Gebt mir also trotzdem eure Stimme.
Ich bin wie der Typ, der sich zur Schülersprecherwahl aufstellen lässt und damit wirbt, dass er mehr Pausen und Gratisessen einführen will. Also Dinge, die teils idiotische, unrealistische Forderungen sind, die aber cool klingen. Einige werden es sicher auch nicht gut finden, dass ich zwischendurch sehr viele unernste Forderungen in das Video eingebaut habe und werden sich wünschen, dass ich einfach ein 100% ernstes Video mache, wo ich sage, was für politische Forderungen ich gut finde. Aber zum einen sind hier ja wirklich ernsthafte Forderungen mit eingebaut und die unernsten Teile sind ja auch irgendwie eine Art Kritik an ernsthafteren Forderungen. Außerdem bin ich mir der Tatsache bewusst, dass ich mich jetzt nicht ultra gut in Politik auskenne. Und wenn ich jetzt hier nur sehr ernst Forderungen runterrattern würde, dann würde es dann direkt heißen, der kennt sich hier gar nicht mit Politik aus. Was maßt er sich an, hier so ein Video zu machen, was man politisch umsetzen sollte und was nicht? Und so ist es halt einfach so ein leicht spielerisches Video von mir, wo ich so ein paar Ideen raushauen, die vielleicht teils etwas undurchdacht sind. Schreibt mir eure Vorschläge zu Gesetzesänderungen in die Kommentare. Die besten werde ich in meiner Amtszeit übernehmen. So ein Wahlkampf kostet Geld. Wenn ihr mich also an der Macht sehen wollt, supportet mich und meine Partei, indem ihr euch was im Supplements-Shop oder Open-Mind-Shop gönnt.